Ja, und Brexit-Saga-Experte ist Andreas Stamm, der uns jetzt aus London zugeschaltet ist. Andreas, erklären Sie uns, was könnte heute passieren und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Also erstmal scheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass John Bercow das heute zulässt, also dass nochmal über Boris Johnsons Deal abgestimmt wird. Denn erstens, es hat eben einen Präzedenzfall gegeben, den John Bercow selbst entschieden hat. Damals war es Boris Johnsons Vorgängerin Theresa May. Ihr ausgehandelter Deal mit der EU, der ist ja auch vom Parlament gescheitert. Und dann wollte sie den ein paar Wochen später wieder dem Parlament vorlegen. Und da hat John Bercow damals entschieden, nein, das geht nicht. Er hat einen Präzedenzfall, und jetzt muss man sich anschnallen, aus dem Jahr 1604 zitiert. Im Endeffekt, der nichts anderes sagt, als man kann nicht zweimal über dieselbe Sache abstimmen, wenn das schon entschieden ist. Der zweite Grund ist natürlich, dass am Wochenende, am Samstag, da etwas entschieden wurde vom Parlament. Es gab ja die Möglichkeit abzustimmen, aber das Parlament hat eben diesen Änderungsantrag durchgewunken, und der besagt eben, dass man diese Zustimmung zurückhält. Und jetzt zwei Tage später zu sagen, wir stimmen nochmal ab, würde ja dieses Resultat von Samstag obsolet machen. Und dann fragt man sich, warum man Samstag hier gesessen hat. Und drittens ist John Bercow ja eben bekannt dafür, dass er in der Brexit-Saga, in diesem Brexit-Drama in den letzten 3,5 Jahren eben immer auf der Seite oder oft auf der Seite des Parlaments stand im Kampf gegen die Regierung. Und dass er heute anders entscheiden wird, gilt deshalb als ziemlich, ziemlich ausgeschlossen. Wird denn dann irgendwann einmal über dieses neue Brüsseler Abkommen entschieden? Der Außenminister tut ja so, als hätten sie die Stimmen dafür zusammen. Ja, Optimismus verbreiten, das ist eine der Strategien dieser Regierung von Anfang an gewesen, seit Boris Johnson im Amt ist. Aber es stimmt schon, man war da auch am Samstag wahrscheinlich sehr nahe dran. Es kam eben nicht zu dieser Abstimmung. Und jetzt gibt es noch einen Kniff, mit dem die Regierung Johnson versuchen kann, dass das Paket, diesen Deal, den man mit Brüssel ausgehandelt hat, noch in dieser Woche über die Ziellinie zu bringen und damit rechtzeitig, um den Ausstieg am 31.10. zu gewährleisten. Und das ist das Austrittsgesetz, was man verabschieden muss. Das ist sozusagen der Rechtsakt, der das alles, was man in Brüssel ausgehandelt hat, in britisches Recht umsetzt. Und den will man jetzt ins Parlament einbringen. Das ist ein riesiges Gesetzespaket, und den in 4, 5 Tagen durchs Parlament peitschen. Zwei riesige Hürden. Erstens, über solche Gesetzespakete dieser Größenordnung und auch dieser tiefgreifenden Wirkung, die es hat auf das britische Recht, da diskutiert das britische Parlament gerne mal 10 bis 40 Sitzungstage. Das soll jetzt in 4 Tagen passieren. Und zweitens, es wird natürlich jede Menge Möglichkeiten geben, der Regierung Steine in den Weg zu legen, von der Opposition, aber auch von anderen, die sagen, der Brexit bis zum 31.10., warum denn so hastig? Wir haben doch Zeit. Das will die Regierung natürlich nicht. Also insofern ist es wieder einmal eine Woche, wo man nicht genau weiß, wie sie ausgeht, wo es wieder ganz knappe Entscheidungen geben dürfte und knappe Abstimmungen. Und am Ende könnte man dann wieder so schlau sein wie zuvor. Und dann muss man mit Brüssel wahrscheinlich doch intensiv über eine Verlängerung reden. Für wie wahrscheinlich halten Sie jetzt den 31.10.? Ich höre für nicht sehr wahrscheinlich als Austrittsdatum. Also zumindest schwinden die Chancen, denn wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die noch besteht, es sei denn, John Bercow überrascht heute alle, ist eben, dass dieses Gesetzespaket durchs Parlament in Rekordzeit durchgewunken wird. Und wenn man eins in den letzten Jahren, was den Brexit angeht, und dieses Parlament festhalten kann, dass nichts in Rekordzeit und nichts mal ganz schnell geht. Und dass das entscheidende Gesetzespaket jetzt mit so vielen Änderungen, wo es wirklich tiefgreifende Eingriffe ins britische Rechtssystem gibt, dass das jetzt in 4 Tagen durchgewunken wird, das wirkt unwahrscheinlich. Es ist wie immer nicht ausgeschlossen. Aber dann, wenn dieser Versuch scheitert, und darüber wird man morgen Bescheid wissen, dann kommt so eine sogenannte Program Motion. Also da stellt die Regierung sozusagen den Zeitplan vor, wie sie sich das vorstellt. Und wenn das Parlament dann sagt nein, dann ist das vom Tisch. Sagt es ja, dann kann dieser Prozess stattfinden. Ob er dann erfolgreich ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, es läuft auf ein Nein dann auch hinaus. Und dann wäre spätestens der Zeitpunkt erreicht, wo man mit Brüssel reden muss über die Verschiebung des Austrittsdatums, weil dann ist wirklich keine Zeit und keine Möglichkeit mehr, zumindest den Austritt vor dem 31. Oktober hinzubekommen. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, wie man Boris Johnson jetzt sieht? Ist er noch weiter beschädigt oder ist er jetzt doch als Dealmaker aus Brüssel in der Bevölkerung vielleicht gar nicht so schlecht gelitten? Natürlich
hat er immer erklärt. Und einer seiner berühmtesten Sätze dazu lautet ja, ich liege lieber tot im Graben, als diesen Brief nach Brüssel zu schreiben, um zu bitten um eine Verlängerung, um eine Verschiebung des Austrittsdatums. Jetzt hat er diesen Brief geschrieben, er hat ihn nicht unterschrieben, wo viele sagen, mein Gott, ist das kindisch. Aber natürlich passt das in sein Narrativ, in seinen Erzählsatz, den er hier schon prägt von Anfang an. Er kämpft gegen das Establishment, gegen böse Mächte, die den Brexit verhindern wollen. Und er tut alles, was er kann. Er legt sich mit jedem an, nur um den Brexit zu bekommen. Und jetzt hat er das ja wieder auf die Spitze getrieben. Er hat dem Parlament den Deal vorgelegt, er hat es geschafft, Brüssel umzustimmen, und dann hat das Parlament wieder gesagt, nein, das machen wir nicht. Und an diesem Erzählsatz wird er weiter fortschreiben, weil das ist der Erzählsatz, der so oder so, egal was passiert, ihm nach dem 31. Oktober, mit oder ohne Brexit, den Wahlsieg bringen soll. Damit will er in die Wahl gehen, und insofern ist er zwar beschädigt, weil er natürlich sein Versprechen nicht wirklich einhalten konnte, aber er versucht eben, das rumzudrehen zu seinem Vorteil und dann eben in dieser Wahl, die kommen muss, denn Boris Johnson hat keine Mehrheit im Parlament, dann eben damit erfolgreich zu sein. Am Endeffekt wird das der Wähler entscheiden, wann dieser Urnengang stattfindet. Man dachte mal Ende des Jahres, aber mittlerweile ist hier alles offen, vielleicht auch erst nächstes Jahr, wird man sehen. Jetzt wage ich mal eine Prognose. Ich glaube, wir sprechen uns zu diesem Thema noch mehrfach wieder. Viele Grüße nach London.